So, kann ich jetzt mal sagen, was ich will? Nein, warum ist hier nichts? Warum kann ich hochklettern? Hier ist doch überhaupt nichts, Mann. Es gibt eine Anime von Tales of Systeria. Und ich habe sie noch nicht gesehen, aber von dem, was ich weiß, ist, dass irgendwann auch Velvet in die Serie vorkommt. Oder dass sich die Ereignisse irgendwie überkreuzen. Ich weiß es nicht genau. Also ja, wäre irgendwie lustig, wenn wir hier fertig sind, irgendwie zu Tales of Systeria irgendwie gelangen. Und damit zu Rey prügeln oder irgendwie so was. Das wäre doch awesome. War glaube ich nicht. Es wäre aber awesome. Das war ganz ehrlich. Was sollten sie als DLC ausbringen? Weil mit Tales of Systeria hat sowieso voll offene Ende gehabt. Aber ich glaube, da war irgendwie nur um Platz irgendwie für die Story von der Anime irgendwie zu machen, oder? Irgendwie so weit. Ich habe sie ja noch nicht gesehen, weil ich will mich nicht voll spoilern. Sind bestimmt irgendwelche Spoiler, ne? Oh, schon wieder jemand den Schrank umgekippt. Oh. Nee, wieder nichts ist hier. Schon wieder nichts. Ist hier was? Da ist nichts. Oh ja, ich kann ja jetzt. Stimmt ja. Hab ja alle Bäume gefunden. Kann ich überall durch die Gegend düsen. Außer auf die Stufe 4 Inseln. Hier ist schon wieder nichts. Warum tut ihr Gebiete hinpacken, wenn hier nichts ist? Warte mal, das Weiße. Das bedeutet, ich kann da nicht durch, ne? Nehme ich jetzt mal an. Mein Gott, sieht doch meine an. Hallo? Und sind ja auf einmal vier von diesen Viechern. Ja. Komm schon. Nichts. Hi. Darfst du nicht bis ganz hinten auf, oder? Oh Gott, oh Gott. Und hier ist nichts, ne? Hier ist nichts. Ich höre mich doch mal. Ugh. Ugh. Okay. Gehen wir weiter. Gut ist, ich kann nicht sterben, so wie ich das mitbekommen habe. Das ist auch schon mal was. Möchte mindestens irgendwie, weil nicht ein Boss oder was auch immer hier noch auf mich wartet, erledigen, irgendwie so ein Checkpoint. Ich weiß, hier kann ich schon mal irgendwie trainieren und so. Ich ignoriere euch einfach mal, damit ich Grund habe, euch offscreen zu erledigen. Ich kann auf jeden Fall 10 Level trainieren. Und Gegner hier Level 105 sind. Wir haben es ja doch schon ein bisschen drauf. Also ja, kann ich hier wenigstens schon mal ein bisschen trainieren. Weil es nicht so lange dauert. So, ich gehe jetzt den ganzen Weg hier runter. Ich hoffe, dass es sich lohnt. Aber oben links steht ja noch, wie viele Truhen hier sind. Halt, da war was. Da, ja. Mal, gib doch mal ein Dingens. Jetzt kriegt sie auch mit diesem Angriff jedes Mal ein Dingens hier. Seelen, Seele. Das ist eine Seele. Finger weg. Ich weiß noch im finalen Kampf. Okoro. Das ist meine Seele. Komm, ich krieg jetzt keine Dings. Verdammt, da drin. Ja, jetzt kriege ich eine, geil. Jetzt kriege ich wieder eine, geil. Jetzt gibt mir irgendjemand eine Seele. Mehr. Na, ich habe L2 gedrückt, Mann. Mehr. Gib mir dein Loot. Gib mir dein Loot.
Loot. Nein. Nein. Eine Seelenflasche. Geil. Wer ist mit Elixiere? Ich könnte Elixiere gebrauchen. Irgendwie die einzigen Gegenstände, die ich brauche. Wer ist mir mit Omega Elixier? Davon hatte ich irgendwie. Weil nicht. Welchen Spiel war das? Den Ohrflaschen. Mm, ihr seid witzig. Ich glaube, in Tales of Exilia war das. Ein optionalen Boss habe ich Omega Elixiere wie wild rausgepulvert. In den ganzen optionalen Kämpfen, weil ich so viele von denen hatte. Hier habe ich noch kein einziges gesehen. Wir konnten eins herstellen. Geil, aber ich will es auch besitzen. Oh gut. Da ist die letzte Truhe. Einfacher Anhänger, wie bitte? Geil. Hey. Ich werde dafür sorgen, dass ich an dem finalen Kampf anziehe. Weil wir es vollbringen, wenn ich alle ersten Ausrüstungen ausrüsten. Ja, ich will gerne so eine Art Speicherpunkt oder ein Checkpoint oder so erreichen, damit ich weiß, ja, hier kannst du Pause machen. Weil hiernach, weiß nicht, kommt die nächste Stufe oder so. Funktionieren die optionalen Dungeons normalerweise in dem Spiel. Den Spielen, den Tales of Spielen. Feuer! Feuer? Oh, wie du bist weg auf einmal. Ich hätte noch voll viel AP gehabt. Mein Gott, bin ich stark. Mein Gott, bin ich stark! Blaues Feuer. Die Viecher halten voll viel aus, das ist im Grund. Alter! Wie viele Zauber auf das Ding ja niederprasseln. Da ist immer noch am Leben. Und dann hau ich noch hier die ganze Zeit wie blöd rein. Hi. Loot. Verdammter Dreck. Das ist eigentlich nur eine Kopie von dem Berg, ne? Von dem Killer aus. Das ist offensichtlich. Mithrilbeutel, den habe ich, glaube ich, schon. Da, da. In Angriffskraft. Ja. Und du. Steigender Schleier, noch einer, cool. Warum nicht? Expedition zurück. Gut. Aber diese Perspektive, ey. Ich rush hier gerade ein bisschen durch, ich weiß, aber lass mich. Not. Drei Truhen. Und tauchst auf. Da ist eine Truhe. Du blödes Viech, ey. Ich doch jetzt mal gar nicht ein. Tschüss. Elixier. Ich nicht sagen, wenn er wird. Die echt hier verstecken, ey. Hab nicht wahr sein. Ja, ich nehme an, da ist dann nichts, ne? Okay. Da haben wir doch, glaube ich, schon die Spitze von dem Berg, ne? Ja, bestimmt, ich wusste es. Sowas von gewussten alles Teiler, geil. Wusste es. Ah,
Ich bin klüger als du, na? Ich bin klüger als ein programmiertes Spiel. Und hat schon wieder mal jemand hat Geschirr umgeworfen, ne? Ich bin so schnell, ne? Ich bin so schnell. Er teleportiert euch hinter mir. Da kommt ihr nicht ran. So, Boss, bitte. Mir so das Gefühl, dass ich irgendwas erreiche. Der F ist das. Regenbogen. Und da wartet wahrscheinlich ein Boss, ne? Vorankommen in den Himmelsstäben. Flammen der Bosheit stören dich auf dem Weg durch die Himmelsstäben. Lösch die Flammen und du kannst vorübergehend einen Weg öffnen. Lösch die Flammen der Bosheit. Wenn du die Flammen der Bosheit berührst, scheint eine große Anzahl Dämonen. Wie siehst du, die Dämonen werden schwarze Funken verstreut. Lösche sämtliche Funken, um den Weg zu öffnen. Brauchst du allerdings zu lange, werden die Funken die Flammen der Bosheit wieder einfachen. Also beeil dich. Andere Hindernisse. Neben den Flammen der Bosheit können auch andere Hindernisse deinen Weg blockieren. Dazu gehören rote und blaue Kerzen, die Türen öffnen und schließen können. Wenn du dir etwas Ungewöhnliches auffällt, dann solltest du es dir genau ansehen. Ja, was sind diese Dinger hier? Okay. Was bist du denn? Ah! Marshmallows? Ja, aber nicht so viel aus. Die sehen da köstlich aus, ey. Warum zum... Also, weil ich... Wie funktioniert das Spiel nochmal? Und ja, wenn ich keine Seelen habe, dann bringt meine Angriffe nichts. Ja, ist irgendeiner von euch betäubt, bitte? Danke. Boom. One Punch Eisen. Schlägt zurück. Wortwörtlich. Sind noch weg. Oh. 114 Jahre, die werden immer stärker. Okay. Aber wird schon gehen, ne? Ich war die 10, 20 Level beinahe schon höher sind als wir, aber ist ja immer irgendwie so, ne? Dafür sind wir irgendwie noch relativ gut hier alles am Schnetzeln. Und da kommen direkt neue Sachen. Ich habe die Erklärung jetzt schon wieder vergessen. Nur nicht so viele Informationen auf einmal mich werfen, in Hoffnung, dass ich irgendwie halt alles mir sofort merken kann, im ersten Versuch und so.
dass nur halt Flammen gibt, blau und weiß, blau und rot, glaube ich. Die machen Türen auf und zu. Was? Ja, kommen ja noch viele Gegner. Ah, ausgewichen. Diesmal nicht. Ja, komm. Au. Ja, einmal geschlagen, direkt betäubt, ey. Guck mal her. Soll nicht wahr sein, ey. Weil eigentlich gleich einen Schnitt machen, ey. Ja, da kommt eine Sache nach der anderen, ey. Die ich nicht berechnet habe. Vielleicht kommt ja nach noch eine Welle von Gegnern, ne? Wie ich krieg keine Ausrüstungsgegenstände und so. Wie ich krieg keine Erfahrungspunkte. Boah, wenn ich keine Erfahrungspunkte krieg, ne? Boah. Und fliegt das Mikro hier durch den halben Raum, ey. Und das ist ein Standmikro. Aber ja, weg. Schlitz. Oh mein Gott. Danke. Ja, 16.000 Erfahrungspunkte. Wahre Welt. Sehr cool. Nichts Neues, ey. Nee, Flamme der Bosheit ist in schwarze Funken zerfallen, die sich in der Gegend verteilt haben. Okay, keine Ahnung. Sie mir halt noch mal erklären. Außerdem in der Nähe ist, müsst sie ihn besiegen. Weiter kommen, bereite dich gut vor und gib dein Bestes. Wenn du besiegen bist, kann was soll ich reden? Und die muss ich jetzt alle mal erledigen oder was? Mit die Tür öffnet oder wie oder was? Ja, ich glaube, da ist nicht schlecht, wenn ich hier trainiere. Und die Dauer hier wird pausiert während den Music Arts. Das werde ich so von abusen. Und der, ich glaube, ich hier zwischendurch einen Schnitt gemacht haben. Ne? Das war schon wieder zu lang. Mehr, ob ich das schaffe, war schon eine Minute hier, um das Viech zu erlegen. Naja, wird nichts. Ich definitiv trainieren müssen. 120 oder irgendwie so. Ah. Hm, Feuer, Feuer. Ja, guck ich da einen an, jetzt habe ich noch nie im Leben. Ist einer von euch überhaupt schon tot? Kann ich sein, ey. Wie schnell die aushalten, ey. Ja, da waren noch 3-4 Dinger von denen. Habe ich noch nie im Leben. Ja, wir haben jetzt so zwei drauf und das Viech trägt einfach nicht. Danke. Da haben wir 2 Minuten hierfür gebraucht. Da waren noch 3-4 von diesen Dingern, glaube ich. Solange ich jetzt nicht irgendwie Zeit dazu bekomme. Nö. 2 sind hier noch geil. Aber ich muss nicht alle erledigen. Cool. Ja. Da kommt irgendwie ein Boss oder wie? Ich hatte so richtig verstanden. Habe ich jetzt gecheckt? Habe ich den Durchblick? Ah. Let's go. Ah.
Norman, ehrlich. Ach man, ich bin ja nicht gereicht. Ja, wird nichts. Was habe ich doch vorher mit dem Ausweichen hier mit Roku? Na, oh, ich habe jetzt L2 gedrückt, Mann. Oh mein Gott, ey, ich wollte eine Level 2 Mystikart einsetzen, Mann. Ich glaube irgendwie, bevor ich in das Ding hier reingelaufen bin, in dieses schwarze Feuer, was auch immer es war, hat sich noch ein weiteres Ding irgendwie aufgetan. Also wenn ich das hier schaffe, dann habe ich wahrscheinlich immer noch ein Ding, das ich machen muss. So, Start. Ja, wesentlich weiß ich jetzt, dass ich ein bisschen trainieren muss hier. Mindestens bis Level 120. Was dauern wird. Komm schon. Mal der letzte. Und die Flammen der Bosheit neu entfacht. Die restlichen Funken sind verschwunden. Will ich das schon wieder machen oder was? Meine Erklärung wieder funktioniert. Meine Leute, die Videos gucken, ja mal was schreiben. Na, jetzt auf Spielen hatte ich immer irgendjemanden, der irgendwie Tipps oder so hingeschrieben hat, wenn ich mal nicht weiter wusste. Hier bin ich vollkommen auf mich allein gestellt wieder. Was kleine Trostpreis könnte dir mal wenigstens eure Gegenstände geben, ne? Da wäre dort mindestens. Bringt sogar. Jetzt sollte ich mal anfangen, richtig Angriffe einzusetzen. Boah, wo kommst du nun jetzt schon wieder her? Kann ich flüchten? Nö. Ja, das könnte nervig werden, ja. Aber nur wegen meinem Level im Moment. Aber okay, weil ich geplant hier irgendwie zu viel zu erreichen, weil einfach nur die Bonus Dungeon freischalten, mit der ich hoffentlich ein bisschen besser trainieren kann, hoffentlich. Warum, wie lange hat hier dauert, bis ich hier erledige, kann doch nicht wahr sein. Oh. Ach. Oh, mehr. Indignation. Wäre eigentlich gut, das wäre in der anderen Phase hier zu machen, aber was soll's. Warum ist sein Seelenbrecher so überpowered, ey? Wenn ich ihn einsetze, irgendwie haben die Gegner gar keine Chance. Ja, betäubt oder irgendwie so hat. Hör mich da an. Wenn ich schon wieder eine Nation einsetze, wenn es so weitergeht. Ja, ich glaube, nach dem Kampf lass ich jetzt sein, weil ich komme irgendwie nicht weiter. Solange ich nicht stark genug bin, wird das hier noch ewig dauern, ne? Aber ich habe neue Sachen bekommen. Sonnentasche und Perdendosi. Man kann ich nicht einfach hier abhauen. Nö.
gehe einfach tschüss. Wir dann hier trainieren nur, oh Gott. Mal schauen. Irgendwo hier werde ich trainieren dann. Mal schauen. Erstmal gucken, was habe ich Neues bekommen. Was sind überhaupt für Sachen? Das ist für Eleanor eine Schleife. Um 70%. Was? Der sei gut. Die ist mir nur Fokus. Aber die anderen. Ja, okay. Ja, okay. Dafür gibt es eine Menge Fokus. Noch irgendwann eine Tasche, glaube ich. Von Prada, ne? Sonnentasche. Feuerangriffskraft plus 9%. Cool. Gib mir Angriffskraft. Und Art Angriffskraft. Ein bisschen. Hm? Okay, mal schauen, wie es hier weitergeht. Mal gucken, ob ich hier ein bisschen, weil ich trainiere. Und 120 ja wieder wohl reichen, ne? Wird zwar wieder ein bisschen lange dauern, aber was soll man machen, ne? Gut, ich bedanke mich dann als fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski!